Ich glaube, die ganzen Wettbüros hatten nicht mal 1% auf uns gesetzt. Und von dem her gesehen war das natürlich war das schon ein sehr großer Moment. Juve hatte mit Zidane, Boxic und wie sie alle hießen, Deschamps, natürlich eine Wahnsinnsmannschaft in dieser Zeit. Die waren eigentlich fast unschlagbar. Ja, wir wussten schon auch mit bei Borussia Dortmund, dass Juventus Turin auch mit Peruzzi einen Torwart hat, der nicht so stark ist im Herauskommen, aber auf der Linie sehr stark, aber nicht im Rauslaufen. Und wir wussten auch, dass wir sehr kopfballstarke Stürmer haben oder vor allen Dingen Kalle Riedle. Ist ja ein Kopfball ungeheuer. Und wir haben da natürlich auch bei Standardsituationen speziell trainiert. Ja, also natürlich klar, wo ich die dann geschossen habe, dann war das natürlich schon eine Wahnsinns-Euphorie, was in einem selber dann auch aufsteigt. Und es gibt immer Situationen, wo man dann auch einem Anschlusstreffer Rechnung zahlen muss. Das weiß ich noch ganz genau, weil der Spieler das umgesetzt hat. Denn ich habe gesagt, Glas, jetzt kommst du rein und machst noch das entscheidende Tor. Alle sind aufgesprungen, natürlich ziemlich an, weil in dem Moment war klar, dass man das Spiel dann gewinnt. Hey, ich hatte das ja gleich nach dem Abpfiff dann auch gesagt, also in der Nacht hatte ich das wirklich geträumt. Ich war mit Martin Krehe auf dem Zimmer gelegen und gesagt, war da irgendwann schweißgebadet morgens um 3:30 und habe gesagt, mein Gott, jetzt habe ich gerade geträumt, ich hätte zwei Tore gemacht so auf die Art und am nächsten Tag ist es dann wirklich eintreffen.